In der Ukraine hält der Kampf um Sjeverodonetsk in der Region Luhansk an. Russische Truppen kontrollieren den Großteil der Stadt. Mehr als 500 ZivilistInnen sollen in Bombenschutzkellern im Azot-Chemiewerk ausharren. Alle drei Brücken, die aus Sjeverodonetsk herausführen, wurden laut ukrainischen Angaben zerstört, was die Evakuierung der insgesamt rund 12.000 Menschen in der Stadt erschwert. Russland garantierte jedoch einen sicheren Fluchtkorridor für alle BürgerInnen. Sie sollen in die nördlich von Sjeverodonetsk gelegene Stadt Svatove, in dem von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiet Luhansk, gebracht werden, so ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Im Separatistengebiet von Donetsk wurde ein Kinderkrankenhaus angegriffen. Russischen Angaben zufolge verübte die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen mehrere Angriffe in der Region. Den Separatisten zufolge traf ein ukrainischer Luftschlag einen Markt. Mehrere Menschen wurden getötet. Kiew reagierte zunächst nicht auf die Anschuldigungen. Unterdessen ist der Andrang auf Hilfsgüter in Selidowe groß. Die Stadt in der Region Donetsk liegt in dem Gebiet, das weiterhin von der Ukraine kontrolliert wird. Hierher kommen viele Vertriebene. Gleichzeitig steht die Stadt unter Beschuss.